Hallo, guten Morgen, meine lieben Menschen da draußen. So, ich hatte den ganzen Morgen da Drama. Jetzt ist ein bisschen ruhiger. Jetzt kann ich Karten legen. Ja, ja, ich habe immer noch ein bisschen die Grippe. Kopfschmerzen. Aber wir gucken mal. Ja? So, ich habe heute die Vertigo-Orakel von der Nadine Breitenstein. Dann die Kipper von der Regula Elisabeth Fichter und hab mal die Seelenreich von der Christina Arana Vater. Gucken wir mal, wie so die Energien sind. Ne? Bin heute ein bisschen langsamer. Im Namen Gottes. Oh, hier ist einer rausgefallen. Ja, das wartet auf dich. Glückliches Leben, wo du in dir ruhst. Zufriedenheit, Genuss, wo dir alles gelingt. Innerer Reichtum. Einen jüngeren Partner oder Partnerin, die Schritte machst, das Sicht einer Frau. Dreht euch bitte rum, ne? Ihr liebe Männer. Ne? Und verknüttel ich mir die Zunge. Ja, vielleicht wartet ein gut bezahlter Job. Ne? Jo, körperlich wohlbefinden. Die Karte sagt eine angenehme Lebensphase an, wo du dein Leben immer noch mal genießen kannst. Ne? Finanzen, vielleicht sogar Wohlstand. Ne? Jo, Hoffnung, großes Wasser. Das liegt unten drauf. Da geht es halt eben drum. Ne? Im Namen Gottes. Hier geht es auch um dein Seelenleben, deine Träume, deine Spiritualität, Hoffnungen, Wünsche, Sehnsüchte. Ne? Ja, also hier wartet ein Seelenpartner auf dich. Jemand, mit dem, wo du seelenverwandt bist. Ne? Also jemand, der wo ähnlich ist wie du. Ne? Ja, und keine toxische Person. Weil manche, die meinen immer, Seelenpartner, das wären diese toxischen Leute, mit denen, wo man dann Lebensaufgaben da bewältigen muss. Ne? Die machen einem ja das Leben kaputt. Ne? Und im schlimmsten Fall stirbst du noch dran, weil du krank wirst. Ne? Also das sind keine Seelenpartner. Ne? Jo. Die schickt immer, ich sag immer, die schickt Satan, ne, damit du deinen Seelenpartner nicht triffst. Tiefe Gefühle. Vielleicht machst du Arbeit im spirituellen Bereich, dass da tiefgehende Veränderungen kommen. Ne? Körperlich dreht sich um deine Seele. Finanzen, vielleicht Reichtum. Ne? Ja, die Karte steht auch für einen guten Ausgang aller Vorhaben. Ja, genau. Die toxischen Leute, die werden einem geschickt, dass man vom Weg abkommt. Ne? Ja, besonders die Lichtmenschen, ne? Gerade so die Lichtarbeiter. Ne? Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig? Das hört sich ja schon mal ganz gut an. Im Namen Gottes. Ja, aufpassen vor Verlusten, Heimlichkeiten. Hier hast du Energieräuber um dich. Das sind ja auch nur diese toxischen Leute, ne? Ja, also wenn du mit denen 5 Minuten zu tun hast, ne, da kannst du gucken, wie dir die Energie in den Boden fließt, ne? Negative Personen, ne? Heimlichkeiten in der Liebe, die betrügen dich ja auch, ne? Bescheißen, wo es nur kann, ne? Beruflich, vielleicht arbeitest du zu viel. Körperlich gesundheitsschädliches Verhalten, Energieverluste, ne? Jo. Die Karte sagt auch, dass was weggenommen wird, ne? Positiv wie negativ, also passt ein bisschen auf vor Verlusten, ne? Jo. Trotzdem wird alles gut, ne? Großes Glück. Das sagt mein Sohn, sagt immer zu mir, wenn ich mit ihm telefoniere, hast du schon wieder großes Glück gelegt. Ja. Allerbeste Karte. Also egal, was passiert, das wartet auf dich. Großes Glück, glückliche Wende, Wunscherfüllung. Ja, da bist du zufrieden. Ne? Ja, glückliche Zeiten mit dem Wunschpartner. Ne? Ja. Heute fängt ein neues Leben an. Deine Liebe, die ist schuld daran. Alles ist so wunderbar, dass man es kaum verstehen kann. Ja, hier ist Fortuna drauf, ne? Die schüttet das Füllhorn so über dich aus. Beruflich Erfolg, ne? Auch wenn du Rentner bist, vielleicht hast du mit deinem Hobby da irgendwie Erfolg, ne?
körperlich Wohlbefinden, was am allerwichtigsten ist, ne? Weil diese toxischen Leute, die machen einen todkrank, ne? So, wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du ja nichts genießen, ne? Jo, also deswegen ist das sehr wichtig, ne? Ja, das Gefäß für die Seele, ja, dass da Wohlbefinden herrscht. Finanzen auch wieder Reichtum, ne? Die schwächt auch diese negative Karte ab, hält auf und gibt auch in schwierigen Situationen Hoffnung und Zuversicht. So, das ist doch schon mal gut. So, jetzt holen wir mal diese Karten. Ich rede immer noch durch die Nase. Außerdem bin ich ganz trunken. Aufpassen, dass der Kopf nicht auf dem Tisch aufknallt. Ja, wenn es einem nicht gut geht, was soll man anders machen wie lachen, ne? Im Namen Gottes. Ungeschönte Wahrheit. Ja, Diebstahl, passt mal wieder. Die Person, mit der du es zu tun hast, das können auch mehrere sein, ne? Toxische Personen, die werden sich auch niemals ändern, ne? Ja, die meinen ja schon, sie wären perfekt, ne? Jo. Aber das sind sie nicht, alles andere. Die sind so das Gegenteil, wie sagt der eine Coach immer, ne? Der Gegenspieler des Lebens, ne? Mache reinen Tisch, ne? Bevor ein Sturm aufzieht, ne? Dieser Mensch wird dich schon sehr bald schwer enttäuschen. Ja, was anderes können die auch nicht, ne? Aber die werden ihr Karma kriegen. Im Namen Gottes, du möchtest einen Neuanfang, ne? So, die Lösung könnte eine berufliche Veränderung oder ein Umzug sein, ne? Jo. Ja, vielleicht findest du ja den richtigen Partner und ziehst um, ne? Ja. Erfolg, Glück und Leichtigkeit erwarten dich dann, so wie du es vielleicht nicht erwartet hast, ne? Im Namen Gottes. Außerdem ist es nicht das erste Mal, dass du sowas durchmachen musst. Vielleicht hast du das schon in der Familie erlebt, ne? Mach dir also keine Sorgen. Auch diese Zeit geht wieder rum. Obwohl man da den Eindruck hat, die hängen sich ja jahrzehntelang an einen dran, ne? Geht's ja mit jedem Tag schlechter, ne? Ich sag immer, mit narzisstischen Personen, am Anfang ist es der Himmel und nachher ist es ein langsames Sterben, ne? Ja. Im Namen Gottes. Deine Welt wird sich komplett verändern. Vielleicht bist du ängstlich geworden, ne? Sollst du Mut kriegen. Ja, vielleicht bist du wütend. Sollst du dich Liebe ersetzen, aber nicht diese toxischen Leute gegenüber. Verschwende deine Liebe nicht an eine menschliche Hülle, ne? Ja, vielleicht bist du auch ein bisschen pessimistisch, ne? Versuch ein bisschen optimistischer zu denken. Im Namen Gottes. Was ist denn doch wichtig für das große Glück? Oh, studiere deinen Feind ganz genau, ne? Und bereite dich gut vor. Du bist viel schlauer als er und das sie, weil diese toxischen Leute, die meinen ja immer dasselbe, ne? Und wirst den Sieg davon tragen, ne? Der Sieg ist immer, wenn man die hinter sich lassen kann und findet eine normale, schöne, glückliche Beziehung, ne? Danach hast du endlich deine Ruhe von dieser Person, ne? Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig? Ja, wenn du jetzt bei irgendeiner Situation schnell, aber zugleich auch planvoll handelst, erwartet dich Wohlstand, Reichtum, Ansehen, eine Ausschüttung oder vielleicht sogar ein Gewinn. So, bitte noch eine Karte, liebe geistige Welt. Aufbruch. Ja, du möchtest gehen, du möchtest in den Neuanfang, ne? In dein großes Glück, wo du wahrscheinlich weit davon weg bist. Man will ja nur von einem Ort aufbrechen, wo es einem nicht gefällt, ne? Lege dein Misstrauen und deine Sorgen ab. Wenn du jetzt handelst, erwartet dich eine äußerst positive Veränderung, die dein Herz höher schlagen lässt. Und ich habe ja hier schon Seelenpartner, Seelenverwandtschaft, einfach ein lieber Mensch, ne? Jo. Genau. Und tschüss. Jetzt ist es raus. Wenn ich dran verrecke und bleib auf der Strecke, das ist dir kein Gag. Und tschüss, du bist weg. Im Namen Gottes. Was ist denn doch wichtig?
Was ist noch wichtig? Der Tempel deiner Wahrheit. Ja, betritt ihn und beginne im Namen Gottes auf deine eigene Wahrheit zu achten und die auch hochzuachten, ne? Weil diese toxischen Leute, die verdrehen ja alles, ne? Steh zu dir und zu deiner Wahrheit und geh da auch keine Kompromisse ein, ne? Ja. Im Namen Gottes. Lebe den Rebellen in dir und erschaffe dich und dein Universum, in dem, wo du leben möchtest, selbst, ne? Jo, weil Angepasstheit, ne, ist der innere Tod. Und genau das ist das, was diese toxischen Leute wollen. Du warst mal, bevor du die kennengelernt hast, vielleicht warst du ja auch in toxischen Familienverhältnissen, ne, ist jetzt egal, ne, da warst du mal lebensfroh, hoffnungsvoll, ne, jo, dein Leben hat dir gefallen, ne, du hast deine Wahrheit vertreten. So, und da die sehr gewalttätig auf dich eingewirkt haben, hast du dich angepasst, ne? Damit es ja keinen Krach da gibt, bist auf den berühmten Eierschein darum gelaufen, ne? Lebe authentisch und sei mutig. Sei nicht wie diese toxischen Leute ein Chamäleon, ne? Im Namen Gottes, der Lotus ist in dir erwacht, ne? Und Lotus wächst im Schlamm, ne? Und kämpft dich an die Wasseroberfläche, ne? Du bist ein Meister im hohen Licht, ne? So, bitte noch eine Karte. Im Namen Gottes. Wahrscheinlich an die Stadtarbeiter, ne? Die haben ja meistens das schlimmste Leben, ne? Schlimm. Jo, du bist hier im Drama gefangen. Und Drama machen ja immer nur toxische Leute. Die machen auch um alles und um jedes und um ihr eigenes, machen die ein riesen Drama, ne? Befreie dich daraus, bewege dich im Namen Gottes, verändere dich und erblühe neu. Ne? Am besten kannst du das machen, wenn du die nicht um dich hast. Ne? Oh, eine wundervolle Überraschung wartet auf dich im Namen Gottes. Was ganz Neues, ne? Was dich in dein Glück führt. So, dann hol ich mal die Würfel. Ich habe heute schon die ganze Zeit extreme Kopfschmerzen, ne? Im Namen Gottes. Was sollst du denn noch wissen? Ja, du kommst aus der Dunkelheit, ne? So, aber da geht die Sonne jetzt auf, ne? Weil du auf die Melodie deines Herzens hörst, ne? So, wenn irgendeine toxische Person dafür gesagt hat, dass du deine Melodie nicht mehr weißt, ne? Frag deine Freunde. Freunde sind die Menschen, die singen dir deine Melodie deines Herzens vor, wenn du sie vergessen hast, ne? Hier drehen sich die Rädchen der Zeit und die Zeit für eventuelle Krankheiten, die du bekommen hast, die scheint abzulaufen, ne? Oder für die bittere Pille, die du im Leben schlucken musstest, ne? Weil hier geht nämlich ein Tor auf, ne? Und ich vermute mal, du bist auch mutig genug durchzugehen, ne? Ich muss immer an die Bremer Stadtmusikanten denken. Die hatten ja kein schönes Leben, ne? Der Esel musste schuften wie ein Affe, ne? So, und dann am Schluss, wie er nichts mehr leisten konnte, erwartete ihn der Tod. Und da hat er gesagt, etwas Besseres wie der Tod erwartet mich allemal und ist losgezogen. Und so ist das auch, wenn du eine toxische Beziehung verlässt, ne? Ja, und da findest du Freunde, wo es genauso geht. Im Namen Gottes. Was ist denn noch wichtig? Ja, das bist du. Jo, Wolken um dem Kopf. So wie Wunschen, ne? Ich habe auch Wolken um den Kopf. Also so schlecht wie bei toxischen Leuten ging es mir noch nie. Ne? Also was die, der Körper, der wehrt sich scheinbar gegen dieses Gift, wo die da aussprühen. Hier hast du einen Rivalen, können auch mehrere Leute sein, ne? Welche, die wohl nur Schwierigkeiten machen, ne? Jo, für Unklarheiten sorgen, ne? Kann sein, dass hier ein Anwalt eingeschaltet ist oder wird, ne? Die können auch überall sitzen. In der Familie, Vermieter, Partnerschaft, Freundschaften gibt es natürlich auch falsche, ne? Ja, wo ein Anwalt eingeschaltet wird, ein starker Mensch, der wofür dich kämpft, ne? Es kann aber auch sein, jemand aus der Vergangenheit kommt zurück, ne? Ja.
der wo für dich die Krallen zeigt, ne? Ja. Überraschend, ne, gehst du in die Freude und in dein Glück. Ne? Im Namen Gottes. Wenn du es mit toxischen Beziehungen zu tun hast und bist schwer krank geworden, kannst du dir das gar nicht mehr vorstellen. Ne? Im Namen Gottes. Da könnte man ja mal drunter schreiben, ne? Da würde ich mich freuen. Ne? Ich freue mich sowieso über ein Like, einen Kommentar, wenn ihr meinen Kanal abonniert, Glocke aktiviert, ne? Jo, und mal drunter schreiben, ob da was davon stimmt für euch, ne? Im Namen Gottes. Immer schön kommentieren, ne? Damit das Video weiterverteilt wird. Jo, und hier haben wir schon Thekla, ne? Die schwarze Witwe, Spinnen. Ja, Spinnen spinnen ja ein ganz feines Netz, ne? So, die anderen Insekten sehen das nicht, ne? Fliegen da los und klatsch, hängen sie dran, ne? Die Spinne kommt und wickelt die und saugt die leer, ne? Und genauso machen das diese toxischen Leute auch, ne? Schwarze Witwen, ne? Die umgarnen ihre Opfer, so heiraten die auch ziemlich schnell und am Schluss tun die die töten, ne? Jo. Nichts anderes passiert dir in einer toxischen Beziehung. Jo, du hast aber deinen eigenen Kopf. Du möchtest deine Freiheit wieder haben. Ne? Mit Sicherheit kommt hier eine neue Liebe auf dich zu. Ne? Ja, genau. Wo du auch schon offen dafür bist. Ne? Und das wird dann erfolgreich sein. Weil wer mit toxischen Leuten lange Zeit verbracht hat, glaube ich nicht, dass diese Person diese Fehler nochmal macht. Ne? Ja, es geht doch um deine Heilung. Ich habe hier zweimal den Seestern. Ne? Vielleicht fährst du mal ans Meer. Oder du heilst. Ne? Ja. Oder arbeitest hart an deiner Heilung. Ne? Ja, genau. Seesterne, wenn die ein Bein verlieren, das wächst wieder nach. Ne? Jo. Oh, Krokodil, gefährliche Situation. Hier will dich jemand unter Wasser ziehen und lauert da drauf, ne, dass du ihm zu nahe kommst, ne. Krokodile sind ja widerlich, ne. Mag die nicht. So. So, hier hast du noch mehr Feinde um dich rum. Hexe. Ja. So, die Hexe, die wo ich hier hab, die steht für Neid, Eifersucht, dass jemand böse Gerüchte über dich verbreitet, ne, und dir alles andere wie gut will, ne. Denk nur mal an die grüne Hexe des Ostens oder so, ne, von Ost. Die wurde ja grün von Neid. In Wirklichkeit erkennt man die, werden die nicht grün von Neid. Ja, hier beobachtet dich jemand, die Eule. Es kann aber auch sein, dass hier über Nacht irgendwas passiert, ne, diese Überraschung, wo du kannst in den Neuanfang und in dein Glück gehen. Ne? So. Moment. Krieg die Freck auch nicht mehr los. So sagen wir hier im Saarland. Jo, da singe ich mal das Heillied. Das würde passen, ne? Von Rapunzel. Schade, dass das nur ein Märchen gibt, ne? Ja, da geht's ja um die Blume des Lebens, ne? Blumen leuchten schön, kannst so mächtig sein. Dreh die Zeit zurück, gib mir, was einst war mein. Blumen leuchten schön, lass mich nicht allein. Halt das Schicksal auf, gib mir, was einst war mein. Was einst war mein. Im Namen Gottes. Ja, hier dreht sich so mein Partner. Ja. Ja, Neubeginn. Hier kommt ein Neubeginn auf dich zu. Ne? Neue Liebe. Ja, ja, genau. Und der Beginn ist scheinbar jetzt Neubeginn. Ne? Ja, wo du vielleicht nicht gerade so viel Geld hast. Aber hier hast du einen guten Herrn, ne? Jemand, der wo es gut mit dir meint, ne? Älterer, reifer Mann, vielleicht ein Ex-Partner.
von dem, wo du dich schon gelöst hast, ne? Jemand, der wo Macht und Autorität hat, der Retter in der Not, ne? Jemand, der wo sich durchsetzen kann, wo du es vielleicht nicht mehr schaffst, ne? Jo. Kann auch irgendein Vorgesetzter sein, ne? Ja, gut. Das war's dann mal von mir. Ich hoffe, ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen, ne? Der ein oder andere ist im Drama gefangen, ne? Von diesen toxischen Leuten, ne? Die wo ja eigentlich erst gehen, wenn sie ihre Partner kaputt gemacht haben, ne? Eine richtige Partnerschaft ist das ja nicht, ne? Wenn dich jemand liebt, ne? Dann macht er dich gesund und will auch haben, dass du gesund bleibst und dass es dir gut geht, ne? Ja. Bei toxischen Partnern ist das nicht. Die wollen das zerstören, ne? Ja, genau. So, dann höre ich mal auf. Ne? Und vertritt deine Wahrheit. Lieber will ich mich zu Tode glauben, als nur noch einmal an mir selbst und an meinen Werten zu zweifeln. Lass dir auch von diesen toxischen Leuten oder egal von wem nichts anderes einreden. Ne? So, dann danke ich euch mal wieder fürs Zuhören. Ne? Ich umarme euch mal noch ganz lieb. Tschüss.